Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Und ja, ich wollte euch einfach mal wieder ein kleines Video präsentieren. Und zwar um einen Titel, der es definitiv in meine To-Do-Liste 2016 Liste geschafft hat. Und zwar ist das Escape from Tarkov. Einige werden davon schon ein bisschen was gehört haben. Für die, die jetzt gerade großartig noch nichts darüber gehört haben, mache ich gleich noch so ein kleines Intro, worum es überhaupt in dem Spiel geht. Für die anderen will ich euch natürlich auch erstmal Informationen geben, die in letzter Zeit auf jeden Fall aufgetreten sind und die das Spiel noch interessanter für mich gemacht haben. Worum geht es jetzt überhaupt in Escape from Tarkov? In Escape from Tarkov dreht sich das alles, oder spielt sich das alles in einer Stadt ab. In einer russischen Stadt, und das ist Tarkov, so wie der Game-Titel halt schon verrät. Und dort herrscht halt militärischer Konflikt zwischen Söldnern zweier Militärunternehmen, einmal den Streitkräften der UN und dem russischen Militär. Noch dazu kommen einmal so Zivilisten oder andere Übeltäter, die nennen sich Scarf. Ja, die sind eher schlecht ausgerüstet, stellen aber aufgrund der hohen Präsenz doch halt eine ziemliche Bedrohung dar. Unsere Mission hier in dem ganzen Game ist es eigentlich, einen Ausweg zu finden aus dieser Stadt, und die Gefahr dabei sind nicht nur die anderen Gegner, die hier rumlaufen, also die anderen Zivilisten oder Söldner von den anderen Parteien, denn wir können uns hier ähnlich wie in DayZ verletzen, Krankheiten einfangen, erschöpft sein oder halt auch eine Strahlenvergiftung einfangen, und wir müssen mit diesen ganzen Einflüssen leben, dagegen vorgehen und uns wappnen. Das heißt, wir müssen uns sozusagen den Weg rauskämpfen aus dieser Zone. Das Ganze wird so ein bisschen untermalt von Apokalypsen-Flair, was ja im Endeffekt auch halt hier in der Apokalypse spielt. Um hier halt überleben zu können, haben wir mehr als 100 Fertigkeiten zur Verfügung in 4 Kategorien. Also die Kategorien sind einmal Körper, Geist, Kampf und Praxis, und halt 100 Fertigkeiten, die wir verwenden können, um uns selbst zu spezialisieren, zu skillen, wie ihr das halt auch aus anderen Games kennt. Das Game, ihr hört es vielleicht schon raus, ist denn mehr so ein Hybrid aus Shooter, MMO und RPG. Wie in MMOs üblich, soll natürlich auch hier Handel mit Ressourcen möglich sein. Das heißt, natürlich auch ein Wirtschaftssystem mit integriert sein, was auf jeden Fall deutlich realistisch ist. Das heißt, wir selbst als Spieler können auf jeden Fall mit Einfluss nehmen auf die Wirtschaftslage. Also das heißt, wie hoch die Preise sind, wie niedrig die Preise für gewisse Gegenstände sind, die wir hier finden. Zu den Gegenständen selbst: wir finden hier alles Mögliche, natürlich Sachen, um zu überleben. Lass es Wasser, Dosen sein, Thunfisch, so den ganzen Kram. Das seht ihr ja auch im Hintergrund im Video, dass man hier halt diese Sachen finden kann. Genauso kann man natürlich aber auch Waffen finden, Waffen, Mods, und das in einer schier unendlichen Masse. Also es gibt so viele Waffenmodifikationen, so viele einzelne Waffen, so viele Möglichkeiten, diese Waffen zu verändern. Diese Waffen müssen dann gleichzeitig auch noch mit Werkzeug verändert werden. Das heißt, wir können diese Waffen nicht einfach hier so drag and drop einfach alles rausziehen. Nein, wir brauchen dazu Waffen. Also alles sehr realistisch. Dazu kommt eine sehr realistische Ballistik, gerade was das Schießen angeht oder gerade auch was die Waffen selbst angeht. Diese nutzen sich nämlich auch nach einer gewissen Zeit ab. Das heißt, der Status bzw. die Werte der Waffe werden mit der Zeit durch erhöhten Gebrauch schlechter. Genauso werden die Waffen selber auch noch beschädigt. Das heißt, dadurch kann es dann auch noch dazu kommen, dass Ladehemmungen eintreffen, zum Beispiel, oder man einfach nicht richtig trifft, weil die Waffe verzieht, etc. Also richtig realistisch gemacht, natürlich auch eine richtig realistische Ballistik, das heißt natürlich auch wieder Bullet Drop, dass die Kugel natürlich bei einer gewissen Entfernung so und so eine Rate hat, in der die Kugel natürlich absinkt. Im Spiel selbst ist es einmal möglich, kooperative Missionen zu machen, natürlich aber auch gegeneinander kämpfen, einfach gegen die anderen Parteien oder halt auch auf Raids. Was Raids sind bei einem MMO, denke ich, brauche ich hier nicht wirklich zu erklären. Raids sind so kleine Massenschlachten der verschiedenen Parteien. Das wären dann in dem Moment natürlich die Streitkräfte der UN, dem russischen Militär oder halt des Scarf. Wie genau das aufgebaut sein soll, kann ich jetzt nicht sagen. Da habe ich die Informationen leider noch nicht zu. Auf jeden Fall weiß ich, dass es Raids geben wird und unter anderem auch ein Arena-Part. Das heißt, man kämpft auch in einer Arena. Das kann man, wenn man das möchte. Das wird bis jetzt aber erst auf so ein One-on-One basierendes Ding gehalten. Das heißt, man geht in eine Arena und kämpft 1 gegen 1 gegen einen anderen Spieler. Man kann sich im Voraus aussuchen, welche Ausrüstung man mitnimmt, beziehungsweise welche man wählt, und man kann sich den Gegner sogar anschauen. Das heißt, dementsprechend wahrscheinlich auch die
Ausrüstung wählen, die man nimmt, um diesenjenigen bekämpfen zu können. Das alles ist natürlich dann auch wieder an ein Belohnungssystem gekoppelt. Das heißt, gewinnt derjenige, wird er wahrscheinlich Erfahrungspunkte, Skillpunkte, wie auch immer oder ähnliches wahrscheinlich erhalten. Das stelle ich mir jetzt einfach so vor. Genaue und klare Aussagen habe ich dazu nicht, aber das konnte man so ein bisschen aus den Informationen rauslesen, die bis jetzt von den Entwicklern gegeben wurden. Was natürlich nicht fehlen darf, ist natürlich auch ein sehr realistisches Schadensmodell. Das heißt, dass natürlich, wenn ich jemandem in den Kopf schieße, das wesentlich mehr Schaden macht, als wenn ich ihm ins Bein schieße. Das ist klar. Noch dazu soll es auch realistische Frakturen geben. Das heißt, schieße ich jemandem ins Bein, sollen diese auch hinken. Noch realistischer, was in vielen Games ja mittlerweile anders gemacht wird, was ich ja einerseits ganz gut fand, aber ich jetzt auch wirklich gespannt bin, wie die das umsetzen. Und zwar soll man sich selber nicht heilen können. Das heißt, man kann zwar ein gebrochenes Bein versorgen, man muss das auch versorgen, aber man kann es nicht heilen. Das heißt, dieses gebrochene Bein wird gebrochen bleiben. Man wird weiter hinken, man kann es nur weiter versorgen und weiter beobachten. Das Einzige ist jetzt, was ich nicht weiß, ob denn mit der Zeit das vielleicht wieder besser wird oder ob man jetzt die ganze Episode da wirklich die ganze Zeit durchhinkt oder ob man das rein theoretisch durch Morphin oder durch andere Antibiotika oder Drogen vielleicht so ein bisschen wieder normalisieren kann, wie wir das aus anderen Games wie zum Beispiel DayZ kennen. Das mit dem Loot hatte ich ja gerade schon ein bisschen angeschnitten, dass es natürlich zig Objekte geben wird. Dazu gehören natürlich auch Funkgeräte und Ferngläser, genauso wie ich halt gesagt hatte, mit den Waffenmodifikationen, Reparatursets, das in einem riesen Ausmaß auf jeden Fall. Was genau an den Gegenständen jetzt überhaupt zu finden sein wird, ist noch nicht genau bekannt. Auf jeden Fall auch Kleinigkeiten wie Schlüssel, die Räume aufschließen, was ihr hier auch noch im Video sehen werdet. Diese kleinen Sachen sind auch mit implementiert, genauso wie Boxen, in der ihr eure Sachen aufbewahren könnt, Munition und was ich schon gesehen habe, ein Zippo, also das heißt ein Feuerzeug, inwieweit wir damit mit der Umwelt agieren können, ist auch noch nicht ganz klar, ob wir damit ein Feuer entzünden können oder was auch immer. Auf jeden Fall ist dort eine ganze Stange von verfügbar. Neben den kooperativen Missionen und dem PvP-Part, also der Raids und der One-on-One-Kämpfe, wird es natürlich auch ein PvE-Gameplay geben. Das heißt, viele Scarf-Kämpfe, zum Beispiel die Kämpfe gegen diese Zivilisten und Übeltäter, wird hauptsächlich auf PvE basieren, da diese hauptsächlich NPCs sind, beziehungsweise computergesteuerte Gegner. NPCs stellen nicht immer nur Feinde dar, zum Beispiel das Wirtschaftssystem, was ich vorhin schon angesprochen hatte, wird anfänglich erstmal durch die computergesteuerten NPCs verwaltet, beziehungsweise ist maßgeblich ausgerichtet, so dass die das erstmal leiten und im späteren Verlauf verändern halt die Spieler das. Das heißt, wie gesagt, mit den Preisen, dass wir die Preise halt senken, erhöhen können und dadurch natürlich ein eigener Wirtschaftswert oder ein eigener Marktwert für die jeweiligen Gegenstände entsteht und wir sozusagen ja die Wirtschaft beeinflussen. Und das dann alles wirklich von den Spielern selbst, wie wir das halt aus anderen MMOs schon kennen, um uns selbst natürlich zu bereichern, um Loot zu bekommen, den wir selber nie finden, um uns ihn leisten zu können, damit wir dann nicht selbst ein und dasselbe jedes Mal wieder suchen müssen. Lass es zum Beispiel eine Waffe sein, die wir gefunden haben und wir warten ewig auf die Modifikation, dass, was ist ich, das 50-Schuss-Magazin für die M4 oder sonst irgendwas, was ihr euch da halt vorstellen könnt. Waffentechnisch wird es natürlich nicht nur Sturmgewehre, Pistolen und leichte Maschinengewehre etc. geben. Nein, es wird auch natürlich Explosivmaterial geben. Es sind Raketenwerfer geplant, Minen, Handgranaten, Granatwerfer. Da wir jetzt natürlich ein riesen Repertoire an Waffen haben werden, die wir selbst finden können, ist natürlich jetzt auch noch interessant in diesen Raids, wie viel wir überhaupt gleichzeitig mitnehmen können, beziehungsweise auch gleichzeitig tragen können. Das wird begrenzt sein auf eine Waffe im Gürtel, eine auf dem Rücken, eine Pistole im Holster und ein Messer. Außerdem kann man noch eine kleine Waffe im Rucksack tragen. Diese Waffen werden natürlich auch farblich veränderbar sein, das heißt, wie ihr das aus anderen Games natürlich auch kennt, Tarnfarben eben, dass die AK zum Beispiel nicht immer in dem hellen Holzbraunton oder in dem Rotbraunton zu sehen ist. Nein, man könnte sie denn auch Tarnfarben ansprayen. Ich nehme mal an, mit Farbspray aus der Dose. Andere Sachen sind mir da jetzt nicht bekannt. Sehr realistisch ist zum Beispiel auch gemacht, dass ihr eure Zusatzmagazine, die ihr habt, im Rucksack zum Beispiel, könnt ihr nur direkt
im direkten Gameplay zum Beispiel zum Nachladen verwenden, wenn diese sich auch in der Weste befinden. Ansonsten könnt ihr damit nicht zum Beispiel mit der R-Taste automatisch nachladen. Ihr müsst diese vorher in die Weste ziehen oder halt direkt in die Waffe. Es wird, was die Waffen angeht, auch Seltenheitsstufen geben. Höhere, niedrigere, das ist dann alles noch ein bisschen gekoppelt mit dem Beutesystem. Das heißt natürlich, schwierigere Gegner werfen dementsprechend selteneren Loot ab oder haben eine höhere Chance, selteneren Loot abzuwerfen als, ja, niedrigere Bosse zum Beispiel. Genauso ist es natürlich aber auch möglich, Leute zu töten und deren Loot einzusammeln, also so auch Beute zu machen und so vielleicht auch an heiß begehrten seltenen Loot zu kommen. So, jetzt kommen wir nach den ganzen spielerischen Inhalten nochmal ein bisschen zu den technischen Inhalten. Zum Beispiel die Spielwelt. Wir sehen jetzt im Hintergrund bloß kleine Areale und können uns noch nicht so ganz vorstellen, wie groß diese Welt denn überhaupt sein wird. Laut den Entwicklern sind 16 Quadratkilometer die Größe, die die komplette Spielwelt beschreibt. Auf dieser Größe werden ungefähr 64 Spieler erstmal auf jedem Server Platz finden. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen wenig, aber ich lasse mich da mal überraschen, wie genau die das gelöst haben wollen. Wahrscheinlich ist das auch erstmal bloß so provisorisch, um auszutesten, wie 64 Spieler auf dem Server agieren, beziehungsweise wie das so im Verhältnis zu den Quadratkilometern zählt. Und ich denke, gegebenenfalls wird es da nach oben hin bestimmt auch noch Anpassungen geben, weil das ist ja alles irgendwo im Bereich des Möglichen. Was ich jetzt natürlich komplett vergessen habe fast, ist natürlich, dass das hier vom Spielprinzip her ähnlich funktioniert wie bei DayZ. Das heißt, wenn ihr sterbt, verliert ihr wirklich alles, was ihr gesammelt habt. Eure Skills und eure Erfahrungen bleiben euch natürlich erhalten. Allerdings ist euer kompletter Loot weg. Also seltene Sachen und so weiter werden definitiv weg sein. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir da vielleicht Lager kriegen, in denen wir denn die Sachen saven können, rein theoretisch. Also bis jetzt habe ich über Lager noch nichts rausgefunden. Ich weiß bloß so viel, dass gerade wenn man jetzt über das Erstellen eines Clans nachdenkt, dass man natürlich auch denkt, so eine Base wäre natürlich auch cool für den Clan. Also Basen sind jetzt selber noch nicht geplant. Allerdings wird es definitiv ein ordentliches Clan-Management geben, was ich gerade bei so einem Hybrid-MMO sehr wichtig finde, auch wenn das diesmal natürlich in einem Survival-Shooter ist. Aber ich denke, das wird sich richtig gut machen, gerade damit auch Clans hier ordentlich Lust haben, sich zu gründen und gegen andere vorzugehen und dadurch natürlich auch gewisse Clankämpfe entstehen und nicht nur zwischen den Söldnerparteien, sondern auch zwischen kleineren Clans, wie man das halt auch aus anderen Spielen kennt, was definitiv übelst Laune macht und auch nochmal für ordentlich Explosivstoff im Game sorgt. Das waren jetzt erstmal alle Informationen, die ich so ein bisschen für wichtig fand, die ich so zusammensuchen konnte, wo ich mich direkt auch noch auf die Quellen beziehen kann, dass ich euch hier keine Scheiße erzähle. Eins auf jeden Fall noch, ihr habt zurzeit die Möglichkeit, 4 Versionen vorzubestellen. Das geht natürlich preislich, glaube ich, los bei 39,90 € bis, ich weiß jetzt gar nicht, wie teuer das letzte ist. Auf jeden Fall habt ihr 4 verschiedene Möglichkeiten oder 4 Versionen, die ihr kaufen könnt. Jede Version unterscheidet sich so ein bisschen mit Ingame-Inhalten von dem anderen. Ganz wichtig, was vielleicht für euch sehr interessant ist, ist, dass dadurch natürlich auch garantierte Beta- und sogar Alpha-Zugänge vergeben werden. Das heißt, die teuerste Version, die ihr kaufen könnt, das ist, glaube ich, die End of Darkness. Die beinhaltet sogar ein Guaranteed Access für die Alpha. Diese Alpha wird jetzt im Februar starten. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt stimmt. Den 14. Februar habe ich jetzt gerade im Kopf. Ich habe das, glaube ich, vorhin noch mal kurz gelesen. Ansonsten startet auf jeden Fall die Closed Beta im ersten Quartal. Das heißt, ich nehme mal an, Ende März. Und da habt ihr dann auf jeden Fall auch noch die Möglichkeit, das Spiel selber anzutesten. Ich auf jeden Fall habe mir einen Key organisiert für die Alpha schon und beziehungsweise auch die Beta natürlich, um das ordentlich antesten zu können. Und für euch natürlich auch die Informationen, die ich jetzt gerade erzählt habe, nochmal so ein bisschen nachzugucken, was davon ist schon drin und vor allen Dingen, wie weit ist der Spielefortschritt, wann können wir rein theoretisch mit dem Spiel rechnen, ist es schon so weit, dass ich mir da gar keine Sorgen mache, dass es dieses Jahr online geht oder sagt man, okay, pass auf, das, was ich gesehen habe, war doch echt wenig. Da müssen wir uns vielleicht doch noch ein bisschen länger gedulden. Deswegen natürlich auch, und weil ich einfach rattig auf dieses Game bin. Vielleicht geht es ja jemand anders jetzt auch schon so. Schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Comments, wenn ihr das auch so seht. Und vor allen Dingen eure Eindrücke und Informationen, die ihr vielleicht sammeln konntet, die ich nicht rausgefunden habe. Ich bin ja nämlich auch nicht Mr. Allwissend. Ich kann auch nur lesen und gucken.
Von daher würde mich das auf jeden Fall sehr interessieren, also ab in die Comments. Ansonsten habe ich natürlich auch die ganzen Links gerade zu den Pre-Order-Versionen nochmal in die Beschreibung gepackt, damit ihr euch dort auch nochmal anmelden könnt. Es gibt nämlich auch noch die Möglichkeit, euch einfach so anzumelden und somit an einer, ja, ich möchte nicht sagen, Verlosung teilzunehmen, wo ihr ein Closed Beta Key so bekommen könnt. Das ist natürlich dann wieder eine Glücksfrage. Könnt ihr euch auf jeden Fall anmelden und vielleicht habt ihr Glück und kriegt einen der begehrten Keys. Es ist in erster Linie erstmal ein First-Person-Shooter. Man kann aber auch in der Third-Person spielen. Die Entwickler haben jetzt noch gesagt, dass sie wahrscheinlich Third-Person-Server online stellen werden, dafür extra. Und ich nehme mal an, dass sich das ähnlich wie bei DayZ handhaben wird. Dann gibt es First-Person-Only. Und Third-Person kann halt switchen zwischen First-Person und Third-Person auf den Servern. Nehme ich mal an, einfach bloß natürlich, um den anderen gegenüber nicht so einen Vorteil zu haben, über Wände gucken zu können und so weiter. Vor kurzem sind jetzt auch die Systemanforderungen rausgekommen. Das heißt minimale und empfohlene. Die habe ich euch unten auch in der Beschreibung einmal aufgelistet, damit ihr gucken könnt, ob euer Rechner das Spiel packt. Ich kann auf jeden Fall schon mal so viel sagen, dass die gar nicht so hoch sind. DLCs für das Game sind auch schon angesagt. Das ist auf jeden Fall bestätigt. Was genau die DLCs jetzt beinhalten werden, weiß ich nicht genau. Ich nehme mal an, vielleicht größere Kartenabschnitte oder beziehungsweise noch größere Elemente der Stadt Tarkov rein theoretisch oder andere Waffen, je nachdem, da stehen noch irgendwie gar keine Informationen im Raum. Das Einzige, was ich euch auch noch sagen kann, bei der teuersten Version, also die Edge of Darkness Version, da habt ihr die DLCs sozusagen komplett schon mit drin. Das ist sozusagen die Season Pass Version von dem Spiel. Da würde ich aber an eurer Stelle einfach nochmal ein bisschen warten, es sei denn, ihr wollt unbedingt noch in die Alpha rein. Ansonsten einfach ein bisschen abwarten, Hintergrundinfos und vor allen Dingen Videomaterial und was die DLCs beinhalten werden, um am Ende dann doch nicht allzu viel oder viel zu viel für relativ geringen Content bezahlt zu haben. Das wird sich ja nur alles mit der Zeit zeigen. Es ist noch alles relativ frisch, relativ wenig Informationen. Ein bisschen was konnte ich euch jetzt erzählen. Und ich hoffe, dass euch das gefallen hat, das Video. Dann würde ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen. Und über konstruktive Kritik in den Kommentaren natürlich auch immer. Und ansonsten, liebe Freunde, werde ich euch natürlich auch auf dem Laufenden halten, was das Spiel angeht. Um nichts zu verpassen, einfach abonnieren. Ihr kennt das Spiel. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer was. Euer Gunshot.